Guten Morgen, Steve. Guten Morgen. Hast du schon geschlafen, wie dein Titten? Okay. Ja, gut geschlafen. Ja, Farbe habe ich gemacht. Hast du nochmal gut gemacht hier? Ja. Echt, die Farbe ist sehr dunkel, ne? Ja, Mann. Ja, die Stunde fahren wir los, würde ich sagen. Ich liege jetzt hier gerade hier, es ist 8 Uhr. 21. 21. Ich liege jetzt hier, guck mal, irgendwie guckst hier, da habe ich so ein. Was ist das? Ding da drin, im Arsch da, hier mit. Damit nachher nochmal der Rest aus dem Darm kommt, da ist aber auch. Wie fühlst du dich? Oh, müde noch ein bisschen. Ja, Füße sind eiskalt, Hände eiskalt. Wir warten ab und dann scheiße ich die Scheiße aus, gehe ich rauf, ruf den Scheiß auf und dann. Also haltet frei jetzt ein bisschen, versucht euch fertig zu machen schnell und dann fahren wir los. Jo, auf jeden. Machen wir das Beste draus. Das Allerbeste. Da sieht sich schon eine, oder? Bis gleich. Wir sollen Zimmer frei halten, weil er jetzt seinen Eilauf geben will. Oh. Nee, da wollen wir noch duschen, dann muss er da rein. Da rein, ja. Weil da hat er schon ein bisschen versaut, ne? Mach mal da Deckel hoch. Echt jetzt? Ja. Oh, was ist das? Farbe, Digga, wo war's? Ach so. Keine Sorge, Digga. Das ist keine Scheiße. Scheiße, schnell raus hier. Was soll er mal da machen, Alter? Ja, auf jeden Fall. Kamera. So, Stevie, das linke Klo ist frei. Wenn du bereit bist, sei bereit. Ich bin bereit noch. Ja. Die nächsten 2-3 Minuten. Okay. Muss ich irgendwie lange rausstopfen. Oh, scheiße. Ist doch gut, Digga. So, fertig. Ich hab mir nochmal das Gesicht angemalt, wie ihr sehen könnt. Hoffe, man sieht's. Sieht man das? Ein bisschen, also ich kann ein bisschen sehen, dass gemalt wurde. Ja. Mal richtig. So, Uwe musste hinten nochmal die Glatze, sonst habe ich was schnell vergessen, aber ich glaube, ich bin braun. Ja. Ich glaube, ich war noch nie so braun. So. Aber ist auch schon gleichmäßig. Ja. Dann habe ich anders gesehen. Dann sehe ich was anderes. Aber ist nicht gleichmäßig, oder was? Ich meine am Körper, nicht am Kopf. Da war auch checkig bisschen. Also, checkig ist nicht gut. Aber wenn wir da eine Finish drüber machen, dann glaube ich, sieht man das nicht mehr. Ja, sonst kommt der Maler nochmal. Das muss Uwe, mein Joker. Ihr beide wart ja jetzt hier, die beiden. Ja? Also falls die Farbe heute scheiße ist, wisst ihr, wen ihr Post zuzuschicken. Ja, Rico hat sich Mühe gegeben. Ach so, er auch hier noch. Ich kann sagen, ich bin direkt morgens auf. Komm, schließ auf, lass uns los, jetzt egal. Oder lass mich hier auf den Fall. Ja, nimm den hier schnell. Geh schneller. Da kannst du noch ein bisschen am Kopf trocknen. Farbwind und so. Ja, genau, Farbwind, ja. Rein da, Stevie. Rein mit mir, meinst du? Rein, Alter. Oh Mann, rein mit dem Steve. Also, ich sag jetzt erstmal erste Halbzeit, danach fahren wir ja wieder zurück, Jungs. Nach der ersten Halbzeit jetzt. Also, doch zurückfahren dann? Ja, ja, also, das geht ja nur jetzt bis 13, 14 Uhr höchstens. Ja, dann haben wir, geht's weiter. Das hat noch nicht angekommen, 18 Uhr. Hast du, bist du sicher? Echt? Ja. Hast du schon gehört oder was? Ja, gar nicht, Echt? Ja. Oh Mann. Das ist ja schon mal gut. Ja. Dann kann ich schön, haben wir Zeit. Nein, da vorne hier. So, meine Matte ist hinten drin. Und die müssen wir ja dran noch denken. Ja. Meine Matte, warte mal, ich hole gleich. Meine Matte, machen wir gleich. Wenn die da schon rumkaspern, holen wir gleich meine Steve-Matte von meinem Kumpel hier. Liebe Grüße an meinen Kumpel. Hat er mir, wo ist er denn jetzt hier? Jungs, ihr habt doch, hier ist, guck mal, hier ist immer noch, wie ich meinte. Mein Anzug ist klitschnass. Uwe immer noch. Da müssen wir denken, naja, das mit hoch. Nach oben nehmen. Nach oben nehmen und aufhängen und trocknen. Was ist hier? Oh, meine Schoko, das ist für danach, genau. Nee, hier ist die Matte. Guck mal, hier die Matte. Extra Steve draufgeschrieben haben sie von Smile Dogs. Yeah. Also die Matte hier könnt ihr auch noch bestellen, ne? Das müsste zu bestellen sein, oder? Ja. Diese Yoga-Matte zu bestellen noch immer. Hier ist fast wie seine Matte hier. Was ist los? Auf geht's! Habt ihr! Masse! Side Chest. Hier liegt der gute Steve. Er liegt hier, er liegt, noch liegt er. Da ist Classic Physik ist schon drauf. Genau. Dank Doppelwalzer. Haben noch zwei Klassen, aber nicht schon dran. Ey. Geht aber an die Fix eigentlich. Damen und Thais. Das muss jetzt gleichmäßig gemacht werden, oder? Ich habe heute ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, das Seed ist so underground-mäßig. Er geht nachher hin da und dann knallt er sie alle weg. So. Er stellt sich da gleich hin und dann spannt er an und dann lässt er sie alle im Schatten stehen. Musst du da klatschen mehr, Digga? Klatsch immer weg da jetzt mal. Musst du da klatschen.
mein Bart ist ganz gut losgegangen, 925. Ja. Da kommt man, da kommt man Butter rein. Alter Schwein, du! Jetzt aber Abfahrt hier! Keine halben Sachen! When I take this, I take his cock in my mouth. Take it. What did I become? Guten habe ich. Was sagst du? Mehr Glanz, oder? Würde ich jetzt nicht sagen. Rico, was meinst du? Bin doch schon gut so. Ja, ich finde das. Hey. Hallo, hey. Hi, Slim, buddy. Oh, sorry. Hi, hallo. I know him from... Yeah, long time. Last time in Pilsen. Yeah. Pilsen, was good time. Nice to meet you again. You too, buddy. But I must pump up now. Yeah, no problem. Later we drink a beer. I drink 1 liter with you. Minimum, yeah. No, good luck. Yeah, thank you, friend. Thank you. Unter der Brust. Ah, der hat mich übertrocknet gerade. Ja. Ich bin so aufgewachsen worden, immer Yippie. Scheiße, ja, dann habe ich mir immer gesagt, eines Tages werde ich denen zeigen, dass ich gut bin. Ja. So wäre ich so aufgewachsen worden, hey, du bist super. Ja, dann ruht man sich aus und sagt, ach, bin gut. Verstehst du? Deswegen bist du Athleten. Einer war gerade auf dem Video von ihm. Du musst hier hinter. So Leute, jetzt geht's um den Großen. Jeder durfte sich einmal zeigen und jetzt geht's um alles. Jetzt gehen alle auf die Bühne.
Saufen, saufen. Yes, me, so with double pommes? Double the pommes? Hey, mal probieren hier, welche Soße haben sie reingemacht? So. So Mayonnaise-mäßig. Sehr gut. Wie der gut aussieht hier. Guten Appetit. Danke. Also euch allen guten Appetit. Das Essen geht übrigens hier auf Smile Rocks. Vielen Dank dafür. Ja. Boah, zeig nochmal. Oh ja. Gut. Das ist gut. Also richtige Wahl. So, und ich darf jetzt auch essen. So, ich bin zurück im Zimmer hier. Ich habe gerade eine schlimme Nachricht hinterlassen hier. Ein bisschen Posting zugemacht. John Roden ist gestorben mit 46. Bin ich ein bisschen traurig drüber, weil das ja nicht unbedingt eine gute Nachricht ist. Und ja, man sich fragt langsam, was da los ist im Bodybuilding. Was da immer passiert mit den Jungs. Warum das so früh passiert und was, wieso, warum. Und ja, und dann gehen dann so manche Sachen durch den Kopf, dass man ein bisschen auf dem Boden zurück der Tatsachen bleibt und eigentlich, wie gesagt, es ist nur Sport und Glücklichkeit wichtig schon zu sein scheint im Leben. Ja, weil wie gesagt, mit 46 wird ja irgendwie nicht, weiß nicht, also kann auch mit der Psyche in Bezug auf den Körper näher zusammenhängen eben alles. Egal, das wird alles hier rausstellen, da kommt noch bestimmt noch mal ein Video von mir dazu. Also Fakt jetzt, ich hatte ein bisschen gegessen, mein Bäuchlein, ich habe noch ein bisschen Bauchblähung so und ihr wisst ja, mein Bauch ist nicht mein Bestes. Hab ich mir gedacht, oh, habe ich hier gefragt in die Runde, ob einer in der Stadt wäre. Rico war noch gerade in der Stadt, ist aber zu weit von der Apotheke. Da ist der gute Eike noch extra schnell losgelaufen, hat hier noch in die Apotheke nach einem Einlauf gefragt für mich, hat aber nur so ein Zäpfchen bekommen hier. Yeah! Ja, aber besser als nichts. Und wie gesagt, er ist extra losgelaufen, mich hier waren 10 Minuten wieder da und jetzt habe ich hier dieses wunderschöne Zäpfchen. Dieses wunderschöne Zäpfchen habe ich hier schon ausgepackt. Hier sind sie. Und dieses Zäpfchen werde ich mir jetzt damit das Babyöl da in meinen Arschloch stecken. Und dann soll das in 20 Minuten rauskommen, sagen die Jungs. Dann habe ich hier auch schon den Wecker gestellt. Muss ich mich jetzt schnell gehen hier. Dann wollen wir mal versuchen, unser Glück hier. Mal gucken, wie es flutscht. Yeah. Und dann warten, bis es rauskommt. Dann müssen wir los in die Halle. Wo ist das hier? So. Jetzt auf zum Finale. Ja, wie fühlst du dich, Steve? Jetzt bin ich wieder fit. Ich hab gut geschlafen. Echt, hast du echt tief geschlafen sogar, ne? Hab dir reingucken, der gehört oder nö, der hat mir nur gedacht, Digga, weil du einfach viel gegessen hast, dann Presskurse und so. Ja, richtig tief und fest, richtig gut geschlafen zu gehen. Also richtig so, dass ich mich davon erholen konnte, richtig. Also ich fühle mich gut, bin auch dazu, zwar ein bisschen so, ne, aber das kommt, wenn ich wieder in Wallung komme, erstmal, dann. Und ein Problem habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe hier ein Zäpfchen hier reingesteckt, weil unser guter Meister hier noch los war. Dazu, wie gesagt, mal an die Stelle, wenn, schönen Dank, ne, hat Zäpfchen geholt, die extra, Einlaufzäpfchen hier, weiß nicht, Suppostiral, Glycerini ist sogar drin, ja, sowas irgendwie, weiß nicht. Aber noch passiert nichts, noch kommt nichts raus. Wir wollen nicht hoffen, dass es auf der Bühne passiert oder sonst wo anders. Wäre scheiße, wäre scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. So, 18.14 Uhr ist es schon. Hier, die Frau schreibt schon, wo bleibst du? Also lass es wieder los, sonst gibt's Ärger. So, jetzt wird ausgebessert. Mal bitte seine Bauchtasche. Ja. Sie lackiert Steve so, als wenn er ein Auto wäre. Fahrzeuglackiererei, Maschinenlackiererei. Ja. Guck mal, siehst du, wie zaghaft? Guck mal. Ja, bei JP hier, ne? Ja, ja, genau. Weiter als ich, die Frau. Hier gerade der Staff kam hier gerade vorbei. Jetzt geht's gleich los. Die Tür wurde ausgebessert. So Leute, next round. Das Finale steht an. Die hat nochmal ein bisschen Farbe bekommen. Jetzt pumpt er sich nochmal auf. Und dann geht das ums Eingemachte. Dann geht das um die Wurst.
The next competitor with the number 22, with the number 22 aus Deutschland, Steve Benton. Stimmung macht man. Weil er Entertainer ist. Ja. Ich aber auch an den Gesichtern, die vorne saßen. Ne? Ja. Die waren voll drin, Mann. Meine Schimpfreite, ohne Scheiß. Ja. Ich hab nicht einmal geübt, die Scheiße. Einfach so raus. Ich geh raus und lass mich da. Nice. Make your distance.
Guck mal, ganz gute Tüte. Oh, wunderschön. Ja, Schokolade habe ich auch mit. Schokolade ist besser. Hier deine Lieblingsriegel. Ich habe schon die halbe Tüte leer gemacht. Weil du schon die halbe Tüte leer gemacht hier von meinen zwei Riegel, ja. Von Neo Subs die Lemon Cheesecake, weil du so gerne Lemon Cheesecake. Aber ich nehme erstmal ein paar ERAs. Ich habe extra meine geilen ERA Mojito Geschmack hierbei. Mal kurz mal die Bauchtasche. Ist das die? Da habe ich nämlich noch ein bisschen was drin, um die Nährstoffe zu schützen. Mit ein bisschen Schüler. So, jetzt aber hier erstmal, dass ich zum Klassik! Klassik, Physik-Klassik! Klassik! Wer ist klassisch hier? Who's Classic? Who's Classic? Amor Classic am hier, Oreo, lecker! Hier, wenn man erstmal hier bevor Oreo gibt es erstmal Frito. Mojito! Ich gebe eine Runde, Mojitos. Nicht bekleckern, weil ich dann gleich noch auf die Bühne muss. Ja, ein bisschen. Wollt ihr auch eine Amino? Wer will noch Amino? Ich gebe eine Runde Amino! Auf meinen Nacken, Amino! Amino on my neck! Wasser Amino on my neck! Radoslav hier. Radoslav von Bulgaria. Best Bodybuilder von Bulgaria. Schließen hier. Rico sah einen geilen Shaker hier von Neosubs. Ist irgendwie, was hast du gesagt? Der ist Stahlshaker. Stahl, was? Stahl. Er ist aus Stahl, wie Enrico seinen Lümmel. Genau.
Fußballer, oder was? Schön hier, guck. Ah, hier. Ein bisschen Schaum noch drauf, aber ich werde mir schön das Zeug gönnen. Yeah. Für den Punkt, Digga, gönn dir die Aminosäure. Ich muss halt sagen, die Geschmäcker bei Null Subs, dem Mojito mit dem Zitrusminz vom Isolat, so ähnlich, ist genau so meins. Ist genau geil. So richtig so nach so einem Wettkampf, wo du Durst hast wie ein Schwein, Eiswürfel fehlen jetzt auch. Weißt du, wie bei der Burgerladen, da noch ein paar Eiswürfel, dann bin ich, dann schwärme ich hier. Dann spritze ich ab hier. Dann geht's rauf hier. Und jetzt geht's gleich zur Siegerehrung. Danach gehen wir fressen los. Alles klar. Geht's auf meinen Nacken. Ja? Ja, auch ja. Also nochmal gesagt hier, weil ich, wie gesagt, das sind die Mojito IAs noch im alten Style. Und jetzt kommen neue wunderschöne drei Geschmäcker, und zwar Sherry-Geschmack. Den fandest du so geil, ne? Ja. Sherry-Geschmack, da kommt noch, wie gesagt, was für mich wieder. Da bin ich auf Green Apple, bin ich geil, der ist gut, schmeckt super. Und noch Lemon Lime. Ja. Auch eine gute Sache. Die drei Geschmäcker sind ab heute Abend sind die online. Wieder los, jetzt schreit er wieder hier ab dem Neo-Sub-Shop und neue Isolate kommen auch am Start. Oh ja, mit Verdauungsenzymen. Genau. Also könnt ihr mal abchecken. Und wie gesagt, Code Masse, Masse. Code Enrico, Masse. Code Eike, Code Flying und Code Kurt, sag ich schon. Kurt Sitzing. Nee, Spaß, Kurt Masse bei mir. Egal, Hauptsache ihr unterstützt uns und uns als Team. Wir haben geil agiert hier, wir haben geil abgeliefert. Und allgemein für die ganzen Projekte, die wir vorhaben in Zukunft, auch mit Steve zusammen. Das würde ich auf jeden Fall helfen, wenn man ihn unterstützt, mit Kurt Masse auf jeden Fall. Genau sieht's aus. Immer gut. Und wie gesagt, wir freuen uns über jede Produktbestellung, die ihr mit unseren Codes bestellt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn gutes Feedback kommt und ihr sagt, ey, ich habe jetzt auch, wie gesagt, viel gehört von Leuten, die jetzt meinten, vorher wäre ja nicht so Neo-Subs, bla bla bla, Geschmack und so und hin und her. Aber jetzt, wie gesagt, das Zitrusminze vom Isolat habe ich jetzt viele überzeugen können, dass das wirklich gut schmeckt. Und das ist wirklich auch, wie gesagt, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Wir setzen ja hier auch Backstage und sehen so den einen oder anderen. Du, jeder hat einen anderen Geschmack, das ist ja. Nun mal so. Ne? Das geht beim Essen los und hört beim Buddy auf. Hier, ja. Der eine hat so einen Buddy hier, der hat eine Frisur, aber gute Buddy hat er. Anton. Ich suche mir jetzt nicht meinen Geschmack. Ich bin da stolz auf meine Glatze. Ich find schon wieder stylisch. So, da ist der Geschmack anders. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Jeder hat einen anderen. Und meiner ist halt so, dass ich so auf diese frische Geschichte schmecke gerne. Und ja, wie gesagt, wer noch so andere Sachen mag, der kann sich einfach mal dann testen und überzeugen. Ich habe jetzt lange genug gelabert. Ansonsten. Ja, werden wir gleich, wie gesagt, aber wenn es wieder um Geschmack geht, müssen wir uns einig werden, was wir noch heute Abend bei Bernhard's haben. Wir wieder Burger, jetzt müssen wir eben nachher finden, vielleicht eine Pizzeria oder. Ja, oder. Oh, Pizza wäre mal schön. Pizza. Ich bin auch für Pizza. Oder bei welchem Bier wir landen. Denn da gibt's ja auch kroschige Pizza. Bier ist auch eine feine Sache, aber Bier gibt's ja überall, aber auf jeden Fall eine Pizza oder ein Pasta wäre zur Abwechslung mal nach zweimal Burger, nach einmal Burger von den, einmal Burger von den Jungs hier, wo ihr extra losgelaufen seid. Natürlich. McDonald's und heute Nachmittag von dem, wie hieß der, Tong? Sam's Tong oder so. Sam's Tong. War auch sehr lecker. The sixth place goes to Germany, to Steve Benton. Za prezidenta se budou předávat ceny Lukáš Osladil a společně s ním také PR manažer společnosti Extrifit Pavel Vacek. A můžeme jít k místu pátému. Na páté pozici se umístil Peter Kováč, Slovensko. Thank you, now top three, please. Tři nejlepší. Yeah. Dexter. Schönes Glas. Tschechien. Ja, wie gesagt, fünfte wäre natürlich schöner gewesen, aber man muss auch sagen, vom Kirchendorf lassen, die Jungs waren schon alle gut jetzt da. Ja, das waren schon so kranke Kicher. Waren. Der fünfte gemacht hat, der mit dem Bein da, der, beim Wiegen habe ich gedacht, der macht das Ding. Ja. Also Matze Busse gesagt, so, der muss das Ding noch machen. Der so einem Sechster werden, wo man sich nicht schämen. Weißt du so, ja. Alles gut, wie gesagt, bin zufrieden und hab gut abgeliefert hier. Ja, auf jeden Fall, das hast du wirklich gemacht. Gute Show gemacht und bin zufrieden mit der Form gemacht. Zum Abend, glaube ich, steigert ein bisschen. Ja, das ist der erste in deiner Kategorie. Ja, aber der war halt schon klar. Hätte ich den anderen, muss ich jetzt ehrlich sagen, auf den Oleg auf den ersten gehabt. Ja, verstehe, okay. Oder was? Ja, der war auch, hat auch geweint. Ja, er hat schon ein bisschen, hat ihn das angesehen. Hier, da ist er, hier. Oleg! Da ist er,
Oleg ist angepisst, glaube ich. Siehst du da? Er ist angepisst. Oh. Aber trotzdem ist schwer, jetzt hier so rumzulaufen. Das Ding ist auch, wenn du einen Namen hast, ne, dann... Der Name ist halt, weil er ist sehr bekannt, ja, der gewonnen hat. Wasser! So, jetzt haben wir endlich unsere Pizzas hier. Ich habe Bolognese ausgewählt mit Rucola. Und jetzt probiere ich hier. Geil, ne? Gut, Gouda Salami. Das ist auch gut, ja. Wir haben alle hier Mia-Pizza, Mia Schinken so kam. Schmeckt sehr gut. Ich habe schon Bier gehabt hier. Eike, auch die vier Männer. So sieht's aus. Hier ist mein Gut. Also lasst euch schmecken. Schön, dass ihr da seid, immer alle. Alter, Rico ist schon wieder gleich fertig. Rico ist eine Essmaschine. Da bist. Ja. Hä? Was ist denn? Was hab ich gemacht? Deine Pizza ist weg. Wie viele Kalorien hat die Pizza? Meine so 750. So reinschreiben, oder wer ist das? Track. Ja.